bringen uns in eine ganz unglückliche Situation. Wohin mit ihm? Er lebt seit Jahren hier in dieser geschlossenen Anstalt. Ich meine, wo sollen wir in dieser kurzen Zeit einen neuen Platz für ihn kriegen? Es gibt Plätze für ihn. Sie werden Ihren Bruder schon unterbringen. Aber vorerst wird er bei uns sein. Ich meine, wie geht man mit ihm um? Wie behandelt man jemanden, der nicht normal ist? Behandeln Sie ihn wie einen Normalen, denn er ist normal. Wenn auch auf eine andere Weise. Also, ich sehe das anders. Er hat ein zerstörtes Gehirn. Es funktioniert nicht. Dann verrate ich Ihnen jetzt, warum ich das Heim aufgebe. Um Zeit zu haben, ein Buch zu schreiben darüber, was eigentlich ein zerstörtes Gehirn ist. Bei dieser Gelegenheit sind Sie mit Ihrem Gehirn zufrieden? Ja, das ist erste Klasse. Sie sind. Warum sagt er es denn nicht? Tag, Bruno. Er begreift nicht, dass ich ihm die Hand geben will. Also, das geht doch. Ein Lebenszeichen. Das ist Ingrid, meine Frau. Weiß er, dass ich verheiratet bin? Ich hatte damals gebeten, dass man ihm das sagt. Hat man ihm das mitgeteilt? Ja, das hat man getan. Und hat er das begriffen? Wie heißt du? Ich heiße Ingrid. Ich bin Bruno. Der spricht ja. Das ist ja mehr, als ich erwartet habe. Du weißt, dass du jetzt mit uns nach Hause kommst. Ja. Das hat man ja ein richtiges Gespräch. Tja, dann können wir gehen. Sollen wir das da mitnehmen? Was ist das für Sie? Wie, was das ist? Das ist ein Teddybär, ein Kinderspielzeug. Sehen Sie? Und das ist es für ihn nicht. Verhält er sich ruhig bei der Fahrt? Sie werden keine Schwierigkeiten mit ihm haben. Komm, Bruno, steig ein. Oh. Entschuldigung. Setzt du dich zu ihm? Warum? Es ist besser, wenn jemand neben ihm sitzt. Danke. Also dann? Alles Gute. Gott befohlen. Sag Vater Bescheid. Sein Geheimnis, ich komme nicht dahinter. Der Arzt sagt, er hat Mühe, Zusammenhänge zu erkennen.
uns lange nicht gesehen. Bruno? Ob er das versteht? Ich sagte doch, Vater, ich weiß es nicht. Was hat er denn da? Na, was schon, ein Teddybär. Bring ihn hoch auf sein Zimmer. Vater, was wunderst du dich? Erkennst du es wieder? Es ist dein altes Zimmer. Es ist nichts verändert worden. Sie stellen da eine Behauptung auf, der ich widerspreche. Hallo. Ja, ich widerspreche ihr, und zwar ganz entschieden. Sie irren sich nämlich, wenn Sie behaupten, der Kurseinbruch war vorhersehbar. Das war nicht. Okay, okay, aber Sie wollten doch die Papiere, oder? Und Sie haben sie bekommen. Was sagen Sie, Betrug? Nur bedenken Sie, Ihre Anschuldigung müssen Sie auch beweisen. Können Sie das? Reden Sie doch keinen Unsinn, das ist gänzlich ausgeschlossen. Okay, okay, dann sagen Sie mir, wer es ist. Sagen Sie mir den Namen. Aufgelegt. Einfach aufgelegt. Matter. Ja, Matter. Will uns verklagen. Sag's genauer. Wer weiß, dass wir ihn reingelegt haben, Martin? Wir hätten gewusst, dass das China-Geschäft platzt und die Kurse in den Keller gehen, sagte. Da hätte ein Zeugen, der das beweisen könnte. Und zwar schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß? Die Kopierberichte? Aber die sind hier im Schrank. Alles da. Aber die habe ich anders reingelegt. Da kommt noch einer in Frage. Die Chefs bitten um eine Unterredung. Dann geht's jetzt los, wie? Ja, sieht so aus. Deine Nerven sind in Ordnung? Völlig. Auf keinen Fall, danke. Wollen Sie nicht setzen, Jürgen? Hören Sie, Sie machen nichts ohne meine Zustimmung. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Ich trinke zwar gerne, aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen klaren Kopf brauche. Und jetzt haben Sie das Gefühl, dass Sie ihn brauchen. Hat er meinen Namen genannt? Offenbar wissen Sie, worüber wir mit Ihnen sprechen möchten. Ja, über die China-Sache nehme ich an. Sie haben also mit Matter gesprochen? Er war ganz gebrochen. Ja, wir haben Matter fast ruiniert. Und Sie wussten, dass Sie ihm Papiere andrehen, die ihn ruinieren würden. Jürgen, wie lange sind Sie schon in diesem Geschäft? Wir mussten die Papiere loswerden, sonst hätten Sie uns ruiniert. Also, irgendwie war das ein Meisterstück. Ja, das ist gut, dass Sie das so sehen. Ich sehe es so, ja. Aber ich wollte wissen, ob Sie es als unmoralisch ansehen. Nein. Also, Matter will mich hoch bezahlen.
wenn ich ihm helfe, nachzuweisen, dass Sie gewusst haben, dass das China-Geschäft gar nicht zustande kommen würde. Ich habe den Schlüssel an mich genommen und die Papiere kopiert. Wenn ich Sie richtig verstehe, Jürgen, wollen Sie das Geschäft doch gar nicht mit Matthau machen, sondern mit uns. Ja. Und es beruhigt mich, dass wir vorhin festgestellt haben, dass moralische Fragen in unserem Geschäft keine Rolle spielen. Es geht Ihnen also um den Preis. Was stellen Sie sich vor? Dass Sie hier noch einen dritten Schreibtisch reinstellen. Wie soll ich denn das verstehen? Teilhaberschaft. Würden Sie bitte für einen Moment hinausgehen? Sind Sie einverstanden mit 5 Minuten? Kann ich reinkommen? Ja, ja, kommen Sie nur. Können wir die Kopien, die Sie gemacht haben, mal sehen? Werde ich die hier haben, hier im Büro? Also mein Vorschlag. Wir unterzeichnen jetzt gemeinsam einen Vertrag über meinen Eintritt in die Teilhaberschaft und dann bekommen Sie Ihre Kopien. Und jetzt sagen Sie mir bitte, was Sie machen wollen. Trinken zusammen. Auf Ihr Meisterstück. Sie haben sich ja schnell gefasst. Ach, wissen Sie, alles im Leben ist eine Rechenaufgabe. Ein guter Grundsatz ist, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Was bedeutet, der dritte Schreibtisch kommt hier rein? Mann, die über die Verträge ausarbeiten. Ich lade Sie ein. Seien Sie heute Abend mein Gast. Kleines Essen. Anschließend unterschreiben wir alles. Einverstanden? Ja, freut mich, wenn Sie das so sehen. Ich habe heute Nachmittag meinen Squash-Tag. Vielleicht haben Sie Lust mitzukommen. Na, warum nicht? Spiele ich auch ganz gern. Hat mir gefallen, das Spiel. Ich hoffe, Sie haben etwas gemerkt. Was denn? Dass ich mithalten kann. Ja, das habe ich gesehen. Sie wissen, worauf es ankommt. Kommen Sie ins Büro? Nein, das lohnt nicht mehr. Was habe ich jetzt? Gleitende Arbeitszeiten? Ja, so kann man das nennen. Nein, nein, ich gehe gleich nach Hause. Ich bin dann nachher pünktlich bei Ihnen.
Ja. Was wird das sein? Ja, bitte? Ja, es geht um die Einladung heute Abend. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein bisschen früher komme? Absagen wollen Sie nicht? Nein. Keine Absage, er kommt vorbei. Ziemlich aufgeregt, seine Stimme. Was soll's? Wird er kommen und wir werden ihn wieder nach Hause schicken. Aber nicht, bevor wir ihm seine Kündigung mitgeteilt haben. Wo ist eigentlich Bruno? Im Garten. Was macht er denn da? Liest er? Ich weiß nicht, ob er liest. Und was soll denn das Buch da? Bruno! Soll ich reingehen? Schön, dass man ab und zu mit dir sprechen kann. Bleib ruhig da. Wo hat er denn seinen Teddybär? Mein Gott, wie man sich vorkommt bei solchen Dialogen. Frag ich nach Teddybär. Ingrid, du bleibst besser auf deinem Zimmer. Und du, Vater? Ja, ach, soll ich zur Tür gehen? Nein, nein. Nein, das mache ich. Ich weiß, dass ich zu früh komme. Aber das Essen fällt mir sowieso aus. Habe ich recht? Ja, Sie haben mir heute was beigebracht. Was soll das denn? Und zwar, wie man blitzschnell reagiert. Gratuliere. Ich Idiot. Spiele mit Ihnen Squash, damit der andere mir in Ruhe die Wohnung ausräumen kann. Lassen Sie meinen Sohn los. Lass ruhig, Vater. Werden Sie mal. Werden Sie. Nun lassen Sie ihn doch los, das kann man doch gütlich regeln. Was soll das denn? Sind Sie wahnsinnig geworden? Wahnsinnig, waren Sie das, ja? Verstehen Sie sich darauf, Wohnungen auszuräumen. Aber es wird Ihnen nichts nützen. Was ich weiß, muss ich nicht beweisen. Es genügt, dass ich es sage. Und zwar so sage, dass Sie ihn hören. Hören Sie, vergehen wird! Sind Sie wahnsinnig? Ich hab den umgebracht. Sie. Hören Sie, kommen Sie zu sich. Der ist nicht tot. Der Mann ist. Vater, lass das doch. Ich sehe doch, dass er tot ist. Notwehr. Das war doch. Kann man sagen, dass es Notwehr war? Notwehr? Das glaubt uns keiner. Er war nicht bewaffnet. Hat er jemanden verletzt? Nein, keinen von uns. Außerdem könnten wir die Firma schließen. Wir müssen ihn wegbringen. Irgendwo hinbringen. Ja, das ist eine gute Idee. Hier. Sein Autoschlüssel. Wir setzen ihn in seinen Wagen und fahren ihn weg. Fahren ihn weg. Bringt jemand mal den Bruno raus. Bist du überhaupt hier reingekommen? Bruno, kommst du? Bleib hier. Würdest du mal die Garage aufmachen? Was für ein Auto fährt er? Den Geländewagen. Keller.
Was machen Sie denn hier? Simon hat mich mitgenommen. Ich warte auf ihn. Kommt er jetzt oder soll ich reinkommen? Nein, nein, warten Sie. Was jetzt? Da liegt ein Toter hier. Was machen wir mit ihm? Und was sollen wir dem da draußen sagen? Ich meine, den können wir doch nicht einfach wegschicken. Jemand hat ihn umgebracht. Was soll das, Vater? Wir müssen ihn reinholen, ihm eine Erklärung geben. Mandy, was weiß der Mann? Warum hat Simon ihn mitgebracht? Weißt du, was das heißt? Ich komme ins Gefängnis, jahrelang. Vielleicht lebenslänglich. Vater? Wir müssten jemanden haben, der nicht ins Gefängnis geht. Den man nicht ins Gefängnis schicken kann. Was meinst du denn? Den man nicht ins Gefängnis schicken kann, weil er krank ist. Und den man strafrechtlich nicht verurteilen kann. Ich wollte nur fragen, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ja. Nein, nichts ist in Ordnung, gar nichts. Sagen Sie, Keller, wie kam er hierher, der Simon? Ich meine, in welcher Gemütsverfassung war er? Aufgeregt, ne? Ich meine, der war doch wütend, das kann man doch sagen. Ja, ziemlich wütend. Also richtig außer sich vor Wut. Stimmt's? Ja, das kann man sagen. Und wissen Sie auch, warum er so wütend war? Ja, das weiß ich. Keller, Sie machen das Geschäft Ihres Lebens, wenn Sie es einfach vergessen. Und wenn Sie den Mund darüber halten, was hier im Haus passiert ist. Der Täter? Er ist oben auf seinem Zimmer. Mein Vater ist bei ihm. Sie wissen, worum es sich handelt. Naja, man hat mir gesagt, Ihr Bruder war lange in einer geschlossenen Anstalt und Sie haben ihn gestern, stimmt doch gestern nicht, haben Sie ihn abgeholt. Ja. Ich meine, ich habe den Arzt noch gefragt, Risiko. Ist da Risiko dabei? Er sagte, kein Problem. Ihr Bruder ist nicht normal, aber er sagte das so, als wolle er sagen, wer ist das schon? Wir hatten eine Auseinandersetzung mit Herrn Simon. Geschäftlicher Natur. Nicht wahr, Herr Keller? Ja, es ging um seine Kündigung. Ja, eine Auseinandersetzung, die leider handgreiflich wurde. Also Herr Simon griff Herrn Sasser an, sein Bruder muss das missverstanden haben. Sie wissen ja schon, dieser Mann ist nicht ganz normal. Bruno? Das hier ist jetzt Kriminalpolizei. Man weiß nie, ob er zuhört. Ob er überhaupt begreift, worum es geht. Hast du verstanden, Bruno? Vater, wie benimmt er sich? Kann man mit ihm sprechen? Der Arzt sagte noch, ihr Bruder ist krank. Er hat keine Beziehung zu Zusammenhängen. Vater, weiß er, was er getan hat? Ich habe ihm gesagt, was er getan hat.
Keine Reaktion. Keine Reaktion. Das steht auch in all den Berichten, die nachzulesen sind. Kaum Reaktionen. Ein Mensch wie hinter einer Glaswand. Bruno, du hast jemanden umgebracht. Du bist ein Mörder. Aber wir werden alles für dich tun, hat dir Vater das schon gesagt. Ich habe es ihm gesagt und ich glaube, er hat es verstanden. Tja, das sieht nach einem ziemlich klaren Fall aus. Wir haben 4 Tatzeugen. Und einen Mörder, der nicht reden kann. Da stellt sich natürlich die Frage, kann man einen geistig Behinderten in U-Haft nehmen, ne? Kann ich mal telefonieren? Sie haben ihn mitgenommen. Und? Hat er was gesagt? Ich meine, hat er überhaupt begriffen, was man ihm vorwirft? Ich weiß es nicht. Er steht einfach da und sagt nichts. Ja. Man weiß nicht, ob er überhaupt hört. Und ob er versteht, was er hört. Ich habe dem Kommissar gesagt, geben Sie es auf, ihn zu fragen. Es hat keinen Sinn. Ja. Und? Er hat aufgehört, ihn zu fragen. Ja? Kann ich reinkommen? Ja, komm nur rein. Aber warum wurde seine Wohnung aufgebrochen? Warum wurde sie durchwühlt? Ich habe was Wichtiges für dich. Ja? Aha, dann bleib dran. Und gib mir Bescheid. So. Wichtig ist nur, was man für wichtig hält. Sagt die Psychologin. Ja, ich steck's weg. Ich brauch eine Psychologin. Du wolltest mir einen Mörder vorstellen. Ja. Jemanden umgebracht haben? Mörder sehen nie wie Mörder aus. Wenn es so wäre, könnte man ihnen ja aus dem Wege gehen. Schauen ihn noch mal genau an. Und dann sag mir deinen Eindruck. Was sagst du? Kein Mörder. Aber 4 Leute haben gesehen, wie er einen Menschen erschlagen hat. Sein Bruder, sein Vater, seine Schwägerin. Und da war da noch ein Mann. Der Mann, der da sitzt, ist seit Jahren in einer geschlossenen Anstalt. Er gilt als psychisch gestört. Er hat kein Geständnis abgelegt, natürlich, aber... Weißt du, ich nehme mal an... Der weiß gar nicht, was er getan hat. Und warum bin ich hier? Weil ich auch nicht glaube, dass er ein Mörder ist. 4 Leute sagen die Unwahrheit. Hm? Moment. Kleinen Moment, Stefan. Was willst du sagen? Du meinst... Kann es sein, Sie schieben es ihm in die Schuhe, weil ihm nichts passieren kann, außer, dass er wieder in eine Anstalt kommt? Hm. Also das ist die Mordwaffe? Keine Fingerabdrücke? Die wurden abgewischt. Erklärt das nicht alles? Nein, 4 Leute haben eine Aussage gemacht, 4 Leute, die ihren Verstand beisammen haben. Und es spielt eine wichtige Rolle. Also 4 Leute gegen einen, der sich nicht wehrt. Also, was kann ich machen? Sprich mit ihm. Ich möchte, dass er eine Begegnung hat mit einem warmherzigen, liebenswürdigen und
vertrauensvollen Menschen. Du sagst was Nettes? Ja, sag was Nettes. Hallo. Hm. Stefan hat mir schon erzählt, dass du dich um ihn kümmern willst. Ja. Kann man mit ihm reden? Also wir können es nicht, aber vielleicht hast du mehr Erfolg. Probier's. Ich bin Sophia. Und wer sind Sie? Sie müssen es nicht sagen, wenn Sie nicht wollen. Bruno Sasser, ein Mörder. Aber Sie sagen auch nicht gleich nein. Ich sage nicht gleich nein. Ich arbeite mit Menschen. Ein Gebiet, auf dem man nie auslernt. Aber alles in mir will Nein sagen. Und zwar sehr laut. Aber ausschließen kann man bei Menschen gar nichts. Ich will Ihnen sagen, wer Bruno ist. Was ich glaube, wer er ist. Wir alle werden in das Leben hineingeboren wie in eine Selbstverständlichkeit. So lebt man dahin. Bis man die ersten Begegnungen hat mit der Angst. Mit welcher Angst? Mit der Angst, die das Leben einem einflößt. Und die immer stärker wird, je älter man wird. Die Angst, die jeder hat. Man hat sie. Und spricht nicht darüber, aber irgendwann weiß und er spürt jeder, dass er ständig in Kampfsituationen hineingestellt ist, in Lebenskampfsituationen, die ihn zutiefst ängstigen. Machen Sie das nachher. Ich sagte, man wächst in die Angst hinein. Bruno hatte sie gleich, die Begegnung mit der Urangst. Er hatte sie mit einem Überangebot an Empfindungen. Er weiß sozusagen alles auf einmal. Ihm fehlt das Nacheinanderdenken. Das alles auf einmal explodiert förmlich in seinem Kopf. Und so hat er seine Normalität verloren. Er weiß sozusagen alles auf einmal. Hm? Wissen Sie, wohin mich das geführt hat? Zu überlegen, ob das sogenannte Normale nicht das Kranke ist. Vielleicht ist er gesünder als wir. Ich habe Ihnen was zu essen gebracht. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Sie überhaupt Hunger haben. Und wenn Sie ihn haben, was Sie gerne essen würden. Na, Sie können sich's ja mal ansehen. Bei Gelegenheit. Ich möchte Ihnen gleich was sagen. Sie müssen überhaupt nichts tun, was Sie nicht tun wollen. Okay? Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, dann könnte sich's vielleicht so anhören, als ob ich etwas von Ihnen will. Glauben Sie mir, so ist es nicht. Aber ich gebe etwas zu. Ich soll hier bei Ihnen bleiben. Obwohl ich noch gar nicht genau weiß, warum. Derek, haben Sie den Namen mitbekommen? Er macht das alles hier. Er sagt, was er hier in dem Büro vor allem gelernt hat, ist Menschenkunde. Und er kennt niemanden, der darin ausgelernt hat. Sie verstehen jedes Wort.
Sie müssen jetzt nichts sagen. Derek hat mich nicht hier reingeschickt, etwa mit der Aufforderung, bearbeite ihn, versuche etwas aus ihm rauszuquetschen. Wollen Sie nicht doch etwas essen? Okay. Ich erzähle Ihnen einfach mal, wer ich bin. Wie alt ich bin, wo ich herkomme, ja, was ich so vorhabe. Von allem eben. Was ich machen möchte und was ich mag und was ich nicht mag. Sophia? Ist noch da, nebenan. Wir haben uns gut unterhalten. Ach nein, mit unterhalten meine ich, dass ich geredet habe. Er nicht. Obwohl, klingt ziemlich komisch, aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er nichts sagt. Er hat mit mir gesprochen, ohne etwas zu sagen. Dieser Mann, Stefan, ist kein Mörder. Das ist das, was er mir gesagt hat. Er weiß alles und er versteht alles. Ja, ist eigentlich genau das, was ich hören wollte. Würde das sagen? Ich meine, aussagen, was er weiß? Ich nehme an, nein. Wo ist er denn jetzt? Im Arrestraum. Da gehört er nicht hin, Stefan. Nein. Da gehört er nicht hin. Ist hier das Büro? Nein, es ist nicht hier. Wir haben auf dich gewartet. Ja, okay, ich bin hier. Irgendwas Neues? Nein. Also nochmal, um ganz sicher zu gehen. Wir bleiben genau bei dem, was wir ausgesagt haben. Martin meint, Sie werden mit seinem Arzt gesprochen haben. Es ist möglich, dass Sie nicht akzeptieren, was wir sagen. Wieso denn das? Wir sind 4 Tatzeugen. Entschuldigung, 4. Wenn wir bei unseren Aussagen bleiben, haben die keine Chance. Aber absolut keine. Hm. Sein Entlassungsschein? Ja, sein Entlassungsschein. Ja! Die Familie Sasse. Aha, ich komme. Morgen, Herr Derek. Ich hoffe, wir sind pünktlich. Guten Morgen, ja. Ja, ja, Sie sind pünktlich. Tja, ich denke, es geht nochmal um unsere Aussagen. Nein, eigentlich gar nicht so sehr. Ich habe mich mit Ihrem Bruder bzw. mit Ihrem Sohn beschäftigt. Der war die Nacht über hier im Büro. Und wir haben versucht, ja, ein Ergebnis zu finden. Wir haben uns Gedanken gemacht über seine Person, über seine Persönlichkeit. Wieso reden Sie von Persönlichkeit? Er hat keine. Na? Ja, hören Sie, Sie haben doch die Unterlagen alle bekommen, die meinen Bruder betreffen. Ja, die habe ich bekommen. Und auch gelesen? Ja, natürlich habe ich die gelesen. Ja, haben Sie mit seinem Arzt gesprochen? Ja, ausführlich haben wir über Bruno gesprochen. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, das wird Sie überraschen. Dass Bruno vielleicht klüger ist als wir alle. Keine Missverständnisse, er ist natürlich krank, das ist klar. Seine Übersensibilität, die blockiert ihn, sodass er eben für uns nicht normal ist, obwohl er alles weiß, obwohl er alles versteht. Holt ihr ihn bitte mal her.
komm, auf geht's. Sagen Sie uns doch, was jetzt geschieht. Nehmen Sie ihn mit nach Hause. Was soll das heißen? Das heißt, dass wir ihn nicht mehr hier behalten. Ja, was verlangen Sie denn von uns? Wir sollen einen Mörder mit nach Hause nehmen? Ja, nehmen Sie ihn mit nach Hause. Und vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Er versteht jedes Wort. Er weiß alles. Entschuldigung, aber haben Sie unsere Aussagen nicht zur Kenntnis genommen? Ja, die habe ich zur Kenntnis genommen. Aber ich schicke sie mit ihrem Mörder nach Hause. Ja, also dann gehen wir. Komm, Bruno. Sie haben das vergessen. Ja, geben Sie her. Hätten Sie was dagegen, wenn ich ihn besuchen komme? Nein, nein, besuchen Sie nur. Ich verstehe nicht, Stefan. Wieso sollen Sie ihn mit nach Hause nehmen? Weil ich wissen möchte, ob Sie Ihre Lüge durchstehen. Ich meine, gewöhnlich ist es doch so. Man lügt, die Lüge erfüllt ihren Zweck und dann möchte man sie so schnell wie möglich vergessen. Aber das können Sie jetzt nicht mehr. Jetzt haben Sie die Lüge im Haus. Sie werden mit ihr konfrontiert. Morgens, mittags, abends. Und selbst in der Nacht, da wissen Sie, dass die Lüge in Ihrem Haus ein Zimmer, eine Bleibe hat? Wo ist er jetzt? In seinem Zimmer. Was meint dieser Kommissar damit, wenn er sagt, er weiß alles? Er versteht alles. Hat Bruno was gesagt? Kein Wort. Ja, was glaubst du? Vater, sag, was deine Meinung ist. Er muss raus aus dem Haus. Das wissen wir ja alle. Aber wohin mit ihm? Die Polizei will ihn nicht. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben doch klare Aussagen gemacht und trotzdem schicken sie uns nach Hause mit ihm. Was macht er? Er sitzt auf seinem Bett. Hast du mit ihm gesprochen? Ich habe es versucht. Jetzt beantworte mir bitte mal eine Frage. Versteht er, was du sagst? Kann ich auch was zu trinken bekommen? Bitte beantworte mir jetzt die Frage. Glaubst du, dass er versteht, was du sagst? Ich weiß es nicht. Aber eben hatte ich den Eindruck, dass du dabei warst, ja zu sagen. Wenn er mich ansieht, glaube ich, er versteht alles. Und er weiß, was wir mit ihm machen. Ja, also, dann gehe ich mal. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ihm nicht begegnen muss. Ich merke, dass ich Nerven habe. Brustvater? In seinem Zimmer. Warum kommt er nicht? Er weiß doch, dass wir um diese Zeit essen. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht kommt. Was machen wir mit Bruno? Ich überlege es mir die ganze Zeit. Ich denke, wir sollten ihn holen. Er soll sich mit uns an den Tisch setzen und wir essen mit ihm.
Dann werden wir ja sehen, was mit ihm los ist. Abendessen, Vater. Was macht Bruno? Er ist oben in seinem Zimmer. Ingrid holt ihn. Was heißt holt ihn? Bleibt doch nicht auf seinem Zimmer. Nein, er soll mit uns essen. Wir müssen endlich rauskriegen, was mit ihm los ist. Was hast du gemacht? Ich habe mir Kinderbilder von ihm angesehen. Weißt du, er war immer übersensibel. Und jetzt überlege ich, ob er sich vor uns verschlossen hat, davongelaufen ist. Um irgendwo allein zu sein. Frag ihn, ob er es überhaupt will, mit uns zu Abend essen. Bruno, wir essen jetzt zu Abend. Die Frage ist, ob du hier essen willst oder ob du zu uns runterkommst. Bruno, hast du mich verstanden? Sicher, dass er mich verstanden hat. Komm doch. Wir waren gerade essen und da dachten wir, dass wir vielleicht zusammen essen. Sag nur, wo du dich hinsetzen willst. Vielleicht hier, Bruno. Neben mir. Wenn dir das recht ist. Ja, dann setzen wir uns. Das ist ja wie in alten Zeiten. Kannst du dich daran erinnern? Mutter lebte noch. Wie alt warst du da? Er war 14. Ja. Vater hat sich gerade noch deine Kinderbilder angesehen. Und er hat darüber gesprochen, wie du damals warst. Übrigens hübsche Bilder, du musst du dir mal ansehen. Ja. Würde ich gerne sehen. Magst du was trinken? Sag nur, was du willst. Ich meine, ich weiß ja nicht, was du gewöhnt bist. Wir trinken Wein. Soll ich ihm was einschenken? Ja, natürlich. Wir trinken ja alle Wein. Warum er nicht? Ja, aber ich meine, und wenn er ihm nicht schmeckt, dann wird er ihn einfach stehen lassen. Vater und ich, wir haben über dich gesprochen. Naja, wir haben Erinnerungen ausgetauscht. Ich meine, soweit sie uns noch zur Verfügung stehen. Weil du warst ja jahrelang nicht da. Und wer nicht da ist, der gerät schließlich in eine Ecke der Erinnerung. Ja, aber Vater und ich, wir haben sie. Ich meine natürlich die Erinnerung. Weißt du, wovon ich spreche? Also nochmal, Vater und ich, wir haben die Erinnerung wieder aufleben lassen.
Und darauf trinken wir. Wir wollen auf dein Wohl trinken. Bruno, wir trinken mit dir oder gar nicht? Du hast uns damals schon Sorgen gemacht. Du hast dich nie beteiligt. An nichts. Einfach nicht beteiligt. Wie sagtest du damals, Vater? Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Doch. Du sagtest, er interessiert sich für nichts. Er macht nicht mit. Wir haben uns heute gefragt, wann bist du eigentlich krank geworden? Und da sind wir beide auf die Idee gekommen, dass es der Moment war, als wir bemerkten, dass du nicht mitmachst. Ja, und da haben wir angefangen, uns Sorgen zu machen. Denn es kommt darauf an, mitzumachen. Ich denke, wir gehen jetzt an die Vorspeise. Gibst du mir mal seinen Teller? Wir werden jetzt zusammen essen. Und wir werden auch zusammen trinken. Nehmt euch alle. Und währenddessen werde ich dir... Ja? So kann man das nennen. Ich werde dir Bericht erstatten. Ich möchte dir berichten aus einem Leben, das du nicht kennst. Nie kennengelernt hast. Und offenbar nicht kennenlernen wolltest. So, und jetzt trinke ich. Auch ohne dich. Einfach, weil danach zumute ist. Und jetzt sage ich dir was. Du machst es dir ziemlich einfach. Sitzt einfach da, sagst nichts, lässt dich bedienen von vorne bis hinten. So einfach ist es nicht. Wenn man lebt, dann muss man mitmachen. Und weißt du, warum man mitmachen muss? Damit auf dem Teller hier, der vor dir steht, immer was drauf ist. Wenn du irgendein Problem hast, wenn dich irgendeine Frage quält, dann frag deinen Teller. Der sagt dir, worauf es ankommt. Nämlich darauf, keine Rücksicht zu nehmen. Auf nichts und niemanden. Hörst du? Dass du dir selbst der Nächste bist. Der Allernächste. Ja, Derek? Nein, ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Soll ich zu Ihnen kommen? Ja, kommen Sie zu mir. Ich weiß nicht, ob du...